So, da sind wir wieder mit Randall's Monday. Wir sind jetzt vor Matts Wohnung und schauen mal, was so Schlimmes passiert ist. Nichts löscht Feuer besser, außer Gegenfeuer. Ein funktionierender Fahrstuhl. Reichlich ungewöhnlich. Ist zu, glaube ich. Verschlossen. Ich werde den Nachbarn einfach keine Beachtung schenken. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall? Dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Willst du damit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotzomelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen, aber dieses Mal. Es gibt keine Worte für. Keine Worte. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in sein Kühlomatic 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht: Ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen und... Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Dazu fällt mir nur eins ein. So, dann schauen wir uns erstmal die ganzen Poster hier an. Das, wo Randall steht, gehört wahrscheinlich zu irgendeinem Spiel, das ich nicht kenne. Der Flipper ist natürlich aus dem Film Rocky, der Boxerfilm. Das Poster ist erstes, glaube ich, von Alien, dann Shaun of the Dead, Watchmen und die drei Bilder hier vorne. Keine Ahnung. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Legendär. Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen.
Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Die Straße. Na und? Mann, Matt hat echt Geschmack. Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Drohst du mir, Kleiner? Oder bist du ein Vollidiot, der sich für clever hält? Findest du dich witzig? Mal sehen. Nein, zum ersten Teil. Vielleicht ja zum zweiten. Und ich glaube, ich bin unterhaltsam, ja? Sicher. Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brächte die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh, jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check dein Voidkampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Oh, wow, wow, Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah, was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Emerson dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja... Ich hab's bei den Marines versucht, aber die haben mich abgelehnt, weil ich ein träges Auge hab. Junge, du würdest nicht mal 20 Minuten bei den Marines aushalten.
Nur, dass Sie es wissen, ich habe die ganze Marine Squad Revenge Saga durchgespielt und 78 Mal Full Metal Jacket gesehen. Ich bin mehr als bereit. Ein Scheiß bist du. Du weißt nicht, wie es ist, eine blutgetränkte Uniform auszuziehen. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, ein Bajonett in die Brust eines Feindes zu stoßen. Du kennst ihn nicht, den Geruch von Napalm und brennendem Fleisch. Du bist nur ein dummes, größenwahnsinniges Kind. Sie waren bei den Marines, Sergeant? Hey, ich dachte, wir wären uns alle einig, wie ein Verhör läuft. Ich erklär's mal. Man befragt den Verdächtigen, nicht den Beamten, kapisch? Der Tag, an dem wir beide über Militärerfahrungen reden, ist der, an dem die Welt untergeht. Ja? Also ich habe heute erst gelesen, dass wir so in 2 Jahren mit der Apokalypse rechnen können. Herrgott, Schluss mit dem Schulhofgeplapper. Mich interessiert deine Meinung einen Scheiß, außer sie hat mit Blut oder Fingerabdrücken zu tun. Und genauso wenig interessiert mich, was du im Cosmo gelesen hast. Ich hoffe, ich muss mich nicht wiederholen. Kapisch? Verstanden, Sergeant. Wir haben unseren Bericht schon abgegeben. Das Blut ist von dem Opfer und die einzigen Fingerabdrücke sind von Mr. Griffin und seiner Partnerin. Wir sind hier fertig. Das hier ist eindeutig ein Selbstmord. Aber wenn Sie weiter den Jungen quälen wollen, dann bleiben Ted und ich einfach hier und kümmern uns um unseren Kram. Schön, aber redet nicht mit mir, bis ihr morgen wieder im Dienst seid. Kapisch? Das letzte Kapisch war etwas zu viel. Ja, definitiv eins zu viel. Wie auch immer. Machen wir mit unserem kleinen Plausch weiter, Susan. Ich wollte immer ein Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch, aber die Küste ist einfach zu weit weg. Allein die Vorstellung, wie du versuchst, andere Leute zu retten, würde mein Hirn schmelzen und es mir zu den Ohren und der Nase rauslaufen lassen. Leben retten? Wovon zur Hölle reden Sie? Ich sagte, ich mag Baywatch. Sie wissen schon, ohne Shirt rumlaufen, alles in Slow Motion, in Gesellschaft von hübschen Ladies. Aber, Alter, allein der Gedanke an Seetang zwischen meinen Zehen... Was genau ist bei dir eigentlich kaputt, du Spinner? Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexjobs, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexjobs verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Ja, Sir. Tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Naja, also, dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herrgott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid.
So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll hab von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich hab nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins. Als ich den Brief gelesen hab, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. Ich, naja, so nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Meint wahrscheinlich den Ring. Ein herrliches Stück Kücheneinrichtung, ganz ohne Zweifel. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Ich will diese Magnete. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Oh, schau mal, der Mörder. Ich schwöre bei Tom Sellecks beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Hat Ned gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet.
Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatic 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen, wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja. Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Yeah. Alles klar. Der verachtet mich, das sehe ich ihm an. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Cop, böser Cop zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben, haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fahlen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Officer Murray, dein Freund und Helfer.
Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Es ist schon spät. Ich will einfach nur nach Haus und den Schlaf der Gerechten schlafen. Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Oh, kein schlechter Grundsatz. Lieber nicht. Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Ich rede nie mit irgendwelchen Nachbarn, wenn es nicht unbedingt sein muss. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Brauche ich nicht. Mein Lebensbalken ist voll. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream, bong, 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 making the cutest that I've ever seen.